Eine 18-jährige Fahranfängerin verursachte am Samstag kurz vor Mitternacht einen schweren Unfall in Dennewitz. Alle 5 Insassen wurden bei diesem Unfall verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin sowie 2 Insassinnen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden schwer verletzt. 2 weitere 18-jährige Insassen konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die junge Frau befuhr mit ihrem Seat die Seiferitzer Straße aus Oberschindmaß kommend. Kurz vor dem Ortseingang verlor sie auf einer Gefällstrecke die Kontrolle. Ihr Pkw kam nach links ab, überschlug sich und rutschte gegen einen Baum. Am Pkw entstand mit 10.000 Euro Totalschaden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Dennewitz und Niederschindmaß waren mit ca. 30 Kameraden an der Einsatzstelle. Sie leuchteten die Unfallstelle aus und leisteten technische Hilfe. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Zwickau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Seiferitzer Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.